Herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen am Institut für Verwaltungswissenschaften. Mein Name ist Andreas Eichler. Ich bin Ihr Dozent für das Asylbewerberleistungsrecht und möchte Ihnen ein Seminar vorstellen, der Grundlagenschulung, in dem Sie sich qualifizieren können und dafür, dass Sie neu im Geschäft sind, dass Sie gewechselt sind, dass Sie versetzt worden sind und jetzt Ihre Arbeit im Asylbewerberleistungsrecht meistern müssen. Was behandeln wir in der Grundlagenschulung? In der Grundlagenschulung wird im Wesentlichen das gesamte Asylbewerberleistungsgesetz behandelt. Das sind so Dinge natürlich wie der Personenkreis. Sie müssen wissen, wem Sie Leistung gewähren dürfen, wem nicht. Die Krankenhilfe, Sie sind Krankenkasse, müssen dort Leistung gewähren. Aber auch Dinge natürlich wie das Einkommen und Vermögen. Es ist ein Sozialhilfebedarfssystem und was nicht fehlen darf, natürlich auch die Leistung nach dem normalen Sozialhilfeniveau und die Umstellung damit, damit Sie die Leistungen sach- und rechtgemäß gewähren. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie bei diesem Seminar begrüßen dürfte.